bei unserem Besuch im Atelier für altmeisterliche Feinmalerei bei Herbert Elser. Heute besuchen wir den Herbert Elser und lassen uns mal von ihm so erzählen, seinen Blick auf die Kunst, seine Art des Schaffens. Ich denke, wir schauen ihm ein bisschen über die Schulter und werden wahrscheinlich das ein oder andere Wissenswerte erfahren, Herr Elser. Ja. Atelier für altmeisterliche Feinmalerei. Da sind ja schon zwei Begriffe, vielleicht können Sie mir dazu was sagen. Halt mal mit altmeisterlich an. Da stelle ich mir so Rembrandt vor, da stelle ich mir Picasso vor, was auch immer. Ja, ich habe mich seit meinem Studium in München immer mit den klassischen Malern beschäftigt. Also für mich waren immer Rembrandt, die Meister, die niederländischen Meister, das sind für mich die Vorbilder gewesen. Erstens, weil die eben eine unglaubliche Maltechnik hatten und weil man, wenn man seine Maltechnik an diesen Malern auslegt und sie sehr gut studiert, und ich habe sie sehr viel kopiert und ich kopiere sie heute noch, und dadurch eignet man sich eine sehr, sehr gute Maltechnik an, und dann hat man auch die Möglichkeit, all das, was man darstellen möchte, so darzustellen, wie man es möchte. Denn was nützt mir die beste Idee, wenn ich sie nicht umsetzen kann? Das ist schon immer so gewesen, und ich war immer darauf bedacht, die Maltechnik intensivst mir anzueignen, damit ich die Dinge so darstellen kann, dass sie plastisch wirken, dass sie vom Malerischen her eine Faszination auf die Leute auch auswirken, mal abgesehen vom Thema. Das ist aber eine sehr realistische Darstellung des Geschehens, sage ich jetzt mal. Weil in diesem Fall, wir schauen jetzt auf ein Bild, da geht es um den 11. September. Das ist richtig, Und da geht es um die Geschichte in den USA, in New York. Und kurz nach dem Attentat dort auf die Twin Towers. Ja. Und wenn ich mir das so anschaue, und daneben sehe ich ein Foto, anhand dessen Sie jetzt Ihr Bild erstellen. Ja. Das beides kann ich mir vorstellen, wenn das nachher in der Endphase ist. Das ist ja jetzt schon relativ gut, dass man sagen kann, ja, da ist gelungen. Es wird noch einiges an Feinarbeiten erfolgen, erforderlich machen. Ja. Und wo sind Sie jetzt gerade dabei? Ich bin jetzt gerade dabei, diese verschmutzte Kleidung von den Personen darzustellen. Also hier sieht man, hier habe ich noch Sachen erst, das ist vorgelegt, das heißt, das ist noch eine weitläufige Untermalung, die ich gemacht habe. Das heißt, die Holzplatte wird mit Farbpigmenten erstmal so gesättigt und angefüllt, dann lässt man die Schicht gut antrocknen und dann kann man in eine Art Lasurmalerei mit ganz dünnen Farben den Feinschliff quasi drüber setzen. Und das sieht dann sehr spielerisch und einfach und leicht aus. Aber dafür sind diese Vorarbeiten erstmal notwendig, um nachher zu dem entsprechenden Ergebnis zu kommen. Wie lange arbeitet man an einem solchen Berg? Wenn Sie sagen, Sie brauchen immer wieder zwischendrin so Trockenphasen oder Antrockenphasen? Also an so einer Arbeit, diese Arbeit zieht sich etwa mit den Trocknungsphasen über 2 bis 2,5 Monate hin. Das ist doch eine erheblich lange Zeit. Ja, weil manche Schichten müssen bis 5, 6 Tage antrocknen und dann kann man erst weiterarbeiten. Das heißt, Sie haben dann in der Regel mehrere Werke, die Sie gleichzeitig bearbeiten, um halt eben dann die Trockenphase trotzdem irgendwie zu nutzen. So ist das. Meistens 2 oder 3 Arbeiten, die parallel zueinander laufen. Das heißt, ich arbeite mal eine Woche an dem Bild, dann trocknet das wieder eine Woche, dann bin ich an einer anderen Arbeit dran. Und so kann ich immer die Arbeiten ganz gezielt mir vornehmen und dran weiterarbeiten. Und es kommt natürlich noch Folgendes dazu. Man muss natürlich auch immer in der Motivation und in der Stimmung sein. Ja, ich kann mich nicht einfach auf Kommando hinsetzen und sagen, so, heute male ich jetzt an diesem Bild weiter. Ich muss einfach auch die Lust dazu verspüren. Und wenn die nicht vorhanden ist, dann lasse ich die Arbeit lieber stehen und hole mir was anderes, weil ich genau weiß, es kommt der Zeitpunkt, dann nehme ich sie mir wieder vor und dann wird es auch genauso, wie ich es mir vorstelle. Aber das ist jetzt ein Punkt, den Sie gerade ansprechen, die Lust, beziehungsweise man muss halt eben gerade motiviert sein, gerade genau das zu machen. Ja. Woher nehmen Sie überhaupt Ihre Motive? Meine Motive entweder aus der Zeitgeschichte oder ich schaue mich auf der Straße um. Ich male unheimlich gern diese Straßenszenen. Einfache Leute, die irgendwo sitzen, beim Tee trinken, beim Kaffee trinken, die ins Gespräch vertieft sind. Denn ich male gerne den einfachen Menschen in seiner natürlichen Umgebung und das in einem zeitgenössischen Realismus in meinem Stil.
Realismus. Das heißt also realistisch, man kann also durchaus unter Umständen auf diesem Bild, könnte man tatsächlich erkennen, wer ist, die Menschen sind. Ja, ich denke mal, wenn das die Feuerwehrleute der Feuerwache in New York sehen, die wüssten sofort, wer das damals war. Ja. Die könnten also diesen Menschen anhand dieses Gemäldes identifizieren heute noch. Wenn man sich jetzt eben im Forum jetzt umschaut, vor der Straße herkommen, da stehen ja auch schon verschiedene Gemälde ausgestellt, verschiedene Bilder ausgestellt. Ja. Da kann man sehen, halt eben, es ist nicht immer nur das, was jetzt gerade oder vor kurzem oder wie mir vor ein paar Jahren es geschehen ist, sondern sie gehen noch weit auch in den arabischen Raum ein. Ja. Sie machen auch sehr viel auch afrikanische, habe ich da vorne zumindest gesehen. Das hat auch ein bisschen den Hintergrund. Mein Vater hat in den Anfangsjahren seiner Architektur sehr viel in Ägypten gelebt und auch gebaut. Der hat in Ismailia gebaut, der war in Fayyid am Bittersee und der hatte sehr viele arabische Freunde. Und ich habe dadurch irgendwo auch so eine Affinität zum arabischen Raum. Letztendlich auch, weil diese Menschen sich so interessant kleiden. Weil das ganze Ambiente, in dem die Leute leben, so interessant ist, so abwechslungsreich ist. Und diese Holzverzierungen, diese Messingkännchen und das Besteck, das ist was, was mich fasziniert. Und das hat ja auch seinen malerischen Reiz. Messing und solche Sachen. Da werden wir uns gleich noch ein paar Bilder anschauen. Da habe ich ja vorne noch was stehen. Machen, die werden wir einblenden. Genau so. Weil da sind nämlich einige dabei, die sind schon sehr realistisch. Ja. In den Geraden. Also da kann man nur sagen, hätte ich ihn auf meinen Hut, würde ich sagen, Hut an. Dankeschön. Das wäre schon angebracht. Herr Elzer, aber Sie malen ja auch Großformat. Ja. Ich sehe da im Hintergrund, sehen wir so ein Bild steht. Gehen wir mal da rüber. Können wir ruhig rüber gehen. So, kleinen Moment, dafür setze ich die. Das ist jetzt ein Gemälde aus der russischen Historie. Eine Kopie nach dem russischen Maler Ilja Repin. Der hat gelebt von 1844 bis 1926. Und das war, man sagt, das war der Rembrandt Russlands. Und das Gemälde heißt im Original, die Saporoscher Kosaken schreiben dem türkischen Sultan einen Brief. Und zwar geht es darum, der russische Sultan wollte die Kosaken quasi integrieren, aber sie hatten was dagegen. Und dann haben sie sich zusammengesetzt und einen, vom Wortlaut her, recht deftigen Brief aufgesetzt. Man sieht das daran, wie sie stellenweise schon lachen. Er denkt schon wieder drüber nach, welche Formulierung er einbringen kann. Und er sitzt da süffisant und schreibt alles auf. Und das ist dieses, das zeigt diese Szenerie von diesem Gemälde. Und das bin ich dran. Das wird sich auch über Monate hinziehen. Das steht jetzt da erstmal. Dann kann es trocknen. Kann sein, dass ich in einem halben Jahr weitermache, so wie ich die Muße habe, weil das ist ja auch etwas, was ich für mich erstmal mache, was jetzt kein direkter Auftrag ist. Und deshalb kann das auch mal ein bisschen in Ruhe. Ich gucke mir es morgens immer mal an und wenn ich die Lust verspüre, was dran zu tun, dann mache ich das. Aber ansonsten steht es hier wunderbar. Und dann haben wir hier, hier habe ich auch was angefallen. Einen Moment, ich stelle das mal gerade runter. Aber es ist ja nicht verwerflich, wenn ich jetzt sage, dass Sie auch als Kubist tätig sind. Dass Ihre Tätigkeit auch im Rahmen des Kopierens stattfindet. Ich habe damals nach meinem Studium in München 3 Jahre an der alten Pinakothek in München, die ja einigen Leuten wohl bekannt sein dürfte, als Gemäldekopist gearbeitet. Da habe ich für Privatleute und für öffentliche Einrichtungen Kopien alter Meister gemacht. Und das hatte mir unheimlich Freude. Und ich hatte mir damals auch vorstellen können, ausschließlich Kopist zu bleiben. Denn, wissen Sie, dieser in den Wettstreit zu treten mit diesen alten Meistern, so dicht wie möglich an diese Gemälde ranzukommen, das hat mich von klein auf fasziniert. Ja, ich kann mir vorstellen, das ist ja dann auch besonders spannend, weil oftmals ist die alte Maltechnik ja noch gar nicht so, noch immer noch nicht so bekannt. Wie haben die diese Farben, wie haben die diesen Hintergrund und was auch immer hinbekommen? Und ich denke, das ist auch eine besondere Herausforderung auch für den Herrn Elzer. Natürlich, das ist auch, weil diese alten Gemälde natürlich vom maltechnischen Aufbau, vom technologischen Aufbau, von der Grundierung über die verschiedenen Malschichten wirklich
fast wissenschaftlich aufgebaut wird, um letztendlich nachher zu dem Ergebnis zu kommen, den es bringen soll. Man kann nicht einfach hingehen, nimmt eine weiße Leinwand und dann denkt man so, jetzt male ich mal einen Rembrandt und dann fange ich an. Da wird ein Bolusgrund angelegt, das ist so ein Malgrund aus einem braunen Ocker. Und aus diesem Malgrund heraus entwickelt sich die Malerei. Sie können das ja zum Beispiel auch sehen, dass ich immer so einen leicht ockrigen Untergrund auflege. Das nennt man eine Imprimatur. Und aus dieser Imprimatur heraus werden dann die Farbtöne aufeinander abgestimmt. Okay, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass man oft halt eben trotzdem da steht und sich die Frage stellt, wie kriege ich genau diese Schattenbildung oder diesen Hintergrund, wie kriege ich den genauso hin, dass Sie haben mir vorhin, da wird man nachher noch drauf zu sprechen kommen, eine Kopie eines Rembrandt-Bildes gezeigt. Ja. Also kann ich mir vorstellen, da werden Sie mit Sicherheit lange und sehr, sehr intensiv dran gearbeitet haben. Also um auf die erste Frage zu sprechen zu kommen, Herr Adams, komischerweise habe ich nie ein technisches Problem gehabt, wenn ich an irgendeine Arbeit rangegangen bin. Ich habe die gesehen und ich habe überlegt, wie ist der wohl vorgegangen? Und wenn man das Gespür dafür hat und auch ein bisschen Talent in die Wiege gelegt bekommen hat, dann habe ich aus dem Bauch heraus gearbeitet und meistens hat es gestimmt. Also, dass ich mal wirklich ein Problem hatte an dem Bild, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, kann ich mich nicht erinnern. Das ist alles mir relativ leicht dann von der Hand gegangen. Auch der kleine Rembrandt, den schauen wir uns nachher noch ganz kurz sehen. Aber sowohl hier, also bei den Bildern eben, Jörg, Sie haben ja auch dann sich diesen Hintergrund, wie ist dieses Bild zustande gekommen, was war der Hintergrund? Da muss man ja auch geschichtlich dann ein bisschen interessiert sein, dass man sagt, halt eben, ich mache das nicht einfach so, sondern ich will ja auch erklären können, was geschieht. Doch. Also erstens hat mich die Malerei von Repin unheimlich fasziniert, schon seit Jahren. Das ist auch nicht der erste Repin, den ich mache, ich habe mehrere gemacht. Und dann eben auch diese Szenerie aus der Historie, der historische Hintergrund. Und das ist das, was mich fasziniert. Und dass ich eben als jemand, der sehr, sehr gerne den Menschen darstellt, so unterschiedliche Charaktere auf einem Gemälde darstellen kann, das ist für mich einfach faszinierend. Man merkt schon, Sie sind mit Leib und Seele dann auch dabei. Sie können sich wirklich da reinversetzen in die Szenerie und unter Umständen sogar nachfühlen, was ging da gerade vor. Herr Adams, nur so geht es. Wenn man nicht mit dem Herzen und mit der Seele dabei ist, wenn man das versucht, wie eine Maschine runterzumalen, sieht es auch so aus. Nein, ich habe mich natürlich auch mit dem Text und mit der Vorgeschichte beschäftigt. Also Repin, das Original von Repin ist größer. Ich habe es etwas kleiner gemacht. Aber die Arbeit von Repin hat sich insgesamt an diesem Gemälde mit Vorstudien über 11 Jahre hingezogen. Über 11 Jahre. Der ist an die Wolga gefahren, hat sich die verschiedenen Typen, die er braucht fürs Gemälde, ausgesucht. Zum Teil hat er auch Freunde und Bekannte in entsprechende Kostüme der Kosaken gesteckt, die dann mit Modell gestanden haben auf diesem Bild. Und ja gut, wann habe ich angefangen? Ich habe im Dezember damit angefangen. Okay. Und ich denke, so in 1,5, 2 Jahren wird es über die Bühne gegangen. Dann kommt aber die Sache, Sie brauchen Ihre Abnehmer für Ihre Kunst. Gibt es Menschen, die bei Ihnen bestellen, die sagen, ich hätte gern das und das als Kopie, ich hätte gern das und das? Ja. Oder machen Sie das einfach, wie in dem Fall, mehr oder weniger aus Eigeninitiative heraus, in der Hoffnung, Sie werden schon jemanden finden? Sowas mache ich in Eigeninitiative. Und wissen Sie, Adams, ich stehe immer auf dem Standpunkt, jedes Bild findet seinen Käufer. Es gibt irgendwo den Menschen, der irgendwann mal den Weg zu mir findet und sagt, genau das ist es, was ich gesucht habe. Das auf eine Bestellung zu machen, ist schwierig. Erstens, die Leute haben heute kaum noch den Platz und die Möglichkeit. Aber andererseits wirkt dieses Motiv nicht, wenn sie es kleiner machen, dann wirkt es einfach nicht. Ja, ja. So.
Und ich habe ja, wenn ich da mal ein bisschen vorausschauend Ihnen was erzählen möchte, ich habe ja vor, ein Projekt, ich möchte gerne die Nachtwache von Rembrandt in der Originalgröße hier im Atelier einmal beginnen und malen. Und zwar würde das an dieser Wand stehen, 4,58 Meter mal 3,65 Meter. Da müsste ich mir ein Gerüst bauen. Aber das habe ich mir vorgenommen, dass ich mich damit mal auseinandersetze. Mit da der bin ich aber dann mal gespannt, wenn Sie damit anfangen. Und wir werden dann vielleicht irgendwann davon hören, eventuell nochmal darauf zu sprechen kommen. Also ich denke mal, das dürfte überregional schon Wellen schlagen, wenn ich die Nachtwache... Also wenn in diesen Dimensionen? In diesen Dimensionen. Und ich bin mir sicher, Sie haben ja den... Wir gehen ja gleich nochmal zu den Rembrandt hin. Ja. Und Rembrandt beschäftigt mich seit ich Kind bin. Vorne habe ich noch eine Arbeit stehen, einen kleinen Rembrandt, den habe ich mit 7 Jahren gemalt. Den kann ich Ihnen gleich mal zeigen. Den schauen wir uns gleich an. So. Ja. Seit ich male, beschäftige ich mich mit Rembrandt, mit der Hell-Dunkel-Malerei und... Ich bin halt mit Liebe und mit Leidenschaft bei diesen Sachen. Nun sind Sie ja auch ein Mensch, der auch gerne mal in der Stadt gesehen wird. Mit Menschen, der Umgang mit Menschen. Ja. Ja, eigentlich kann man sich vorstellen, wenn man das hier macht, dann ist man abgeschieden, ist man abgeschlossen, man braucht Ruhe, man braucht keinen um sich herum. Ja. Wie wichtig ist aber trotzdem dann nebenbei der Kontakt mit anderen Menschen? Auch vielleicht auch als Ideengeber, als Antrieb, halt eben um weitere Motivationen zu erhalten. Das ist natürlich wichtig, weil eine gewisse Zerstreuung braucht man schon. Ja. Ich kann nicht hier 8 oder 10 Stunden, kann ich schon. Aber dann habe ich das Bedürfnis, unter Menschen zu gehen. Ich bin eben auch ein Maler, der gerne und viel Menschen malt. Ja. Und deshalb ist der Kontakt zu Menschen für mich ungemein wichtig. Und die fragen mich dann auch, was ich jetzt mache. Und dann spreche ich mit ihnen drüber. Und dann kommen manche auch hier mal mit rüber. Und dann erzählen die und dann kann ich eben auch verschiedene Anregungen mal aufnehmen und ich frage die Leute auch, wie wirkt es auf sie und was macht es für einen Eindruck. Und davon profitiere ich natürlich auch. Nun kann ich mir vorstellen, ist ja das, was Sie jetzt hier machen, realistische Darstellung halt eben dessen, was vielleicht Ihr Vorgänger halt eben erarbeitet hat, das ist ja schon sehr, da muss man schon sehr genau sein, da muss man schon sehr gewissenhaft arbeiten. Im Gegensatz zu vielen anderen, wenn ich mir vorstelle, impressionistisch, da muss man halt eben nicht ganz so kleinlich, so pingelig sein. Ja. Warum gerade diese besondere Herausforderung? Also stellen wir vor, es ist eine Herausforderung. Erstmal vom Format, zweitens die Ansammlung von diesen Charakteren und dann Porträt, Stofflichkeit, Fellmütze, Mantel, zum Beispiel Seehundmantel, den so strukturiert darstellen, dass man ihn wirklich greifen kann. Das sind die Dinge, die mich immer wieder faszinieren. Ja, da fragt man sich oft, wie die alten Maler das hinbekommen haben, wie die sich dann nach und nach halt eben immer wieder verfeinert und vervollkommnet haben. Unglaublich, die hatten so ein fotografisches Gedächtnis, die waren einfach so perfekt in ihrer Malerei, sodass wir heute eigentlich nur versucht sind, sie in irgendeiner Form an sie heranzukommen, was wir aber letztendlich fast kaum erreichen, weil das waren einfach unglaublich geniale Menschen. Weil Sie müssen bedenken, wir haben heute die Möglichkeit, anhand von Fotografie uns die Motive gleich abzurufen. Da musste erstmal das Motiv zeichnerisch und farblich im Kopf konzipiert werden, bis das ganze Gerüst fürs Gemälde erstmal steht. Und das ist natürlich eine unheimliche Leistung. Nun gehen Sie hier auch, Sie machen auch Landschaftsmalerei. Ja. Das heißt, irgendwo könnte es passieren, wenn du unterwegs bist, da sitzt der Herr Elser irgendwo an einem stillen Plätzchen und malt. Nein. Oder fotografieren Sie und malen zu Hause. Ich mache Skizzen. Okay. Ich habe einen kleinen Block dabei, skizziere mir die Motive ab und schreibe mir die Farbstimmungen, die ich wahrnehme, da dran. So, als wenn ich da sitzen würde. Und dann gehe ich nach Hause und dann arbeite ich nach meinen Skizzen, wird das gearbeitet und dann fließt natürlich auch ein bisschen Fantasie, Farbstimmungen, unterschiedliche Sachen, die fließen dann automatisch mit rein. Aber das Letztere wird dann halt ein bisschen abhängig sein von Ihrer jeweiligen eigenen Stimmung. Ja. Je nachdem, wie die Farbzusammenstellung nachher dann. Natürlich, Ich denke, das ist eine normale. Das ist richtig. Normale Sache, ne?
wir sind ja allen Stimmungen unterworfen. Ja. Und Stimmungen fließen dann automatisch in diese Arbeit mit ein. Herr Elser, wie war denn Ihr beruflicher Werdegang? Ja. Gehen wir mal, Sie sprachen eben davon, als Siebenjährige haben Sie angefangen zu malen. Ja. Und das hat sich ja wahrscheinlich dann immer weiter fortentwickelt oder hat Ihnen noch, ist beibehalten worden. Ja, ich habe dann angefangen, ich wusste relativ schnell, dass ich Malerei studieren wollte, habe aber damals nur den Realschulabschluss gemacht, weil ich kein besonders begeisterter Schüler war, mich mehr um die Malerei gekümmert habe. Und dann musste ich natürlich irgendwie auf den zweiten Bildungsweg. Da hieß es, ich muss irgendeinen Handwerksberuf erlernen, um die Voraussetzungen zu bekommen. Da stand dann damals entweder Dekorateur oder Schriftsetzer, also mit dem Bleisatz. Und dann habe ich mich erinnert, Dekorateur, dass ich meiner Mutter oftmals mal Gardinen aufgehängt habe und das eine sehr anstrengende und mühselige Geschichte war, dann habe ich schnell Abstand davon genommen und dann habe ich Schriftsätze gelernt. Ich war noch mit einer der Letzten, die noch mit dem Winkelhaken und mit dem Setzkasten die Bleilettern gesetzt haben. Dann habe ich meine Gehilfenprüfung gemacht. Dann musste ich noch ein Jahr Fachoberschule für Gestaltung machen und dann hatte ich die Voraussetzung, um mich zum Studium an der Kunstakademie zu bewerben. Und da sind Sie also direkt auch dort angenommen worden und konnten dort Ihr Studium durchziehen? Ich wollte nach Düsseldorf, weil das näher an Bonn ist. Und dann bin ich damals im Atelier mit Gerhard Richter zusammengetroffen, dem Gerhard Richter. So, habe ich eine kleine Rembrandt-Kopie dabei gehabt und da sagt er, ja, sowas machen wir hier nicht. Ja, wie, habe ich gesagt, sowas machen wir nicht. Sag ich, komm doch extra hin. Ja. Und da sagt er, München ist für Sie das Richtige. Und dann habe ich mich in München beworben und bin genommen worden. Genau. Habe die Aufnahmeprüfung bestanden. Ja, habe bei der Aufnahmeprüfung Sachen gemacht, die ich schon als 13-, 14-Jähriger gemacht habe. Wir mussten einen Faltenwurf zeichnen. Da wurde ein Stuhl hingestellt, da wurde ein weißes Tuch drüber gelegt und dann hat man ein weißes Blatt und einen harten Bleistift bekommen. Und dann sollte man in Kreuzschraffur diesen Faltenwurf zeichnen. Man hatte 4 Stunden Zeit. Nach einer Stunde war ich fertig. Das Blatt abgegeben. Sagt der Professor, junger Mann, Sie können noch nicht fertig sein. Hab ich gesagt, ich bin fertig, bitteschön. Guckt er, ja, sagt er. In der Tat, Sie sind fertig. Ja, und dann bin ich raus in die Cafeteria und so hat sich das Ganze dann hingezogen. Und ich bin genommen worden und war dann knapp 5 Jahre in München. Habe dann letztendlich noch Meisterschülerabschluss in altmeisterliche Maltechnik gemacht. Habe am Institut für Restauratoren bei Hubertus Falkner von Sonnenburg. Das war dann, anschließend wurde der Chef vom Metropolitan Museum in New York. Das war der Rubens- und Rembrandt-Experte. Mit ihm habe ich noch 1,5 Jahre zusammenarbeiten können und habe natürlich so viel gelernt von ihm. Da haben Sie ja optimale Voraussetzungen, um Ihr Handwerk, was Sie heute begleiten, halt eben zu lernen und Ihren eigenen Weg zu finden. Ich denke, das Letztere ist ja das ganz Wichtige, dass man nicht nur nachahmt, sondern dabei trotzdem sich ein Stück seinen eigenen Stil bewahrt. Und das war das Dörner-Institut, das gibt es heute noch, das hängt mit der alten und der neuen Pinakothek zusammen und da werden eben die Restaurierungen vorgenommen und er war damals der Leiter und ich hatte das große Glück, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Herr Elser, gehen wir mal ganz kurz in die Forum, wir haben jetzt einige Male darüber gesprochen, gehen wir kurz in die Forum, schauen wir uns doch auch mal ganz kurz an. Ja, können wir gerne tun. Herr Elser, das ist er. Ja. Rembrandt in Kopie. Das ist der Rembrandt in Kopie. Den habe ich im vergangenen Jahr für mich gemalt, weil ich immer hin und wieder mir einen kleinen Rembrandt-Kopf vornehme, um mich in der Technik wieder zu trainieren. Das ist wie bei einem Sportler, der immer wieder jeden Tag sein tägliches Training macht, um seine Leistung beizubehalten oder auszubauen. Und im vergangenen Jahr hatten wir ja 350 Jahre Rembrandt und im Wallraf-Richerts-Museum lief eine große Rembrandt-Ausstellung. Und ich wusste, dass dieses Köpfchen im Original in dieser Ausstellung hängt. Und dann habe ich den einfach ohne Rahmen in meine Tasche eingepackt und Freunde sind mit mir in die Ausstellung gefahren. Und dann habe ich unten jemanden vom Museum in der Halle gesehen, bin ich auf ihn zu und habe gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich habe hier etwas, das könnte Sie vielleicht interessieren. Hat er mich angeguckt,
Da ich habe einen kleinen Rembrandt, der hängt oben bei Ihnen im Original, den habe ich kopiert und den habe ich dabei. Da hat er mich angeguckt, so ein bisschen, was wir da sagen wollen, na Junge, dann mag denn das wohl sein. Da sagt er, Moment mal, da hat er eine junge Dame gerufen. Die Dame war eine Kuratorin vom Museum und da kam sie und sie hatte dann auch so ein bisschen lustig auf mich reagiert, weil, naja, ein komischer Vogel dann vor ihr steht. Und dann sage ich, pass auf, bevor wir weiter drüber sprechen, ich habe den hier dabei, in meiner Tasche, ohne Rahmen natürlich. Und dann habe ich die Tafel rausgeholt. Da hat sie sich den in die Hand geholt, hat den 2 Minuten rechts und links und von oben bis unten geguckt. Da guckt sie mich an und sagt, fantastisch, kommen Sie mit. Da sind wir hoch in die Ausstellung, den dabei und haben den neben dem Original Rembrandt gehalten. Und der hat Stand gehalten in dem Original. Also war, muss ich ja ganz ehrlich sagen, für mich ein sehr schönes Gefühl, wenn man neben dem Rembrandt Stand hält. Und die Leute, die dann da in der Ausstellung waren, die guckten alle. Die haben mich alle angeguckt, als wenn ich einen Heiligenschein auf dem Kopf hätte. Nee, das war ja nur dieses Bildchen. Dieses kleine Bild hat also schon ein bisschen für positive Unruhe da in dem Museum gesorgt. Und dann kam auch noch einer von dem Aufsichtspersonal und hat gesagt, mein Gott, sagt er, ist ja hervorragend, den könnten wir hier in die Ausstellung hängen, dann wird kein Mensch merken, dass da kein Rentner läuft. Schön. Schönes Erlebnis in Köln. So, jetzt steht er hier im anderen Fach bei mir im Ausstellungsraum. Das spricht doch für Sie, das spricht doch für Ihr Können, das spricht für Ihr Arbeiten, aber genau das, was Sie eben schon mal angesprochen haben, dass es wirklich gut erkennbar ist, wie an diesem Fell gerade, ja. Weil die Betrachtung hat eben die Haare, wie die Verlauf der Strukturverlauf, ja, des Felles ist, ja, um sowas hinzukriegen. Wie lange haben Sie dafür gebraucht? 2 Tage. 2 Tage. Weil Rembrandt selber hat diese kleinen Arbeiten auch innerhalb von kürzester Zeit gemacht. Und deshalb darf man sich auch nicht mehr Zeit lassen. Ja. Die Sachen müssen dann auch irgendwie in der gleichen Geschwindigkeit gemalt werden. Weil sie können verschiedene Partien, wie zum Beispiel diese Fellhaare, die müssen sie nass ineinander vermalen. Okay, im Gegensatz zu dem, was wir eben gehört haben. Sonst funktioniert das nicht. Sonst, wenn sie am anderen Tag wieder ansetzen, wenn das getrocknet ist, dann sieht man die Ansätze, das muss nass ineinander gemalt werden. Ja, also. Aber dafür habe ich dann auch 35 Jahre mich mit ihm beschäftigt und seiner Maltechnik, um das eben dann auch dann so machen zu können. Vielleicht darf ich mal ganz kurz den kleinen Rembrandt dazu holen, den ich als 7-Jähriger gemalt habe. Der steht nämlich hier in der Ecke. Genau. Den habe ich da eben schon mal gesehen. Ja. Das Köpfchen habe ich mit 7 Jahren gemalt. Das war mein erster kleiner Rembrandt 1963. So. Und ich denke, für einen 7-Jährigen gar nicht so verkehrt. Wir kennen manche Erwachsene nicht. So. Und jetzt kann ich mal beide nebeneinander halten. Zig Jahre später, soll ich gehen mal rüber, zig Jahre später. Und dann heute. Und das wird übrigens auch nochmal ein Rembrandt. Das heißt, Jeremias trauert um die brennende Stadt. Jerusalem. So, jetzt haben wir mal sogenannt wie so ein Dreigestirn hier von Rembrandt mal so nebeneinander. Ja. Ja, da kann man allein schon sehen, hat eben auch diese unterschiedlichen, wie soll man das sagen, doch Vorgehensweise habe ich schon das Gefühl. Ne? Sie sagten, hier ist nass und nass. Ja. Und da war es halt eben. Da war ich Kind. Da habe ich ja natürlich überhaupt keine Ahnung gehabt. Dann habe ich die Farben einfach, wie ich sie gesehen habe, versucht so zu mischen und aufzutragen. Da ist ja nichts mit Untermalung, aber ich bin froh, dass ich die Arbeit noch von mir habe. Dass Sie es bewahrt haben, ja. Ganz groß noch, Kopie, ja, Eltern, und sie war riesig dick unterschrieben. Aber ich bin froh, dass ich sie habe. Das haben die alten Meister auch gemacht, ihr Name wusste irgendwie. Verständlich. Ja, natürlich. Wer macht sich denn solche Arbeiten ohne Gefahr zu laufen, eine Kopie zu werden. Ja. Also muss man dafür sorgen, dass es original erkennbar ist. So ist es, ja. Aber ich möchte jetzt gerne mal ganz kurz das Bild hinter Ihnen sprechen. Ja. Weil das sind ja immer wieder Bilder. Spiegelt das zu sehr? Nein. Das sind ja immer wieder Bilder, wo ich immer das Gefühl habe, da ist es ganz wichtig, halt eben die Farbnuance genau zu treffen. Ganz besonders, wenn man die Schattierung im Gesicht sich anschaut, wenn man dann noch den Hintergrund mit dabei, weil
da ist es ganz, ganz wichtig, Charlie, ja, dass du haargenau die richtige Nuance. Das ist wirklich Sisyphusarbeit, kann man sagen. Da kann man auch nicht mehr wie 3-4 Stunden am Stück dran arbeiten, da muss man einfach Pause machen. Weil alleine um diesen Ton zu erreichen, werden zig Gelb- und Grün- und Grün-Blautöne übereinander gelegt, um da hinzukommen. Wenn man sich zum Beispiel jetzt mal hier auch die Hände anguckt, wenn man von Weitem schaut, hat man das Gefühl, die schweben vor der Holztafel. Und so soll das sein. Das ist ja noch nicht fertig, aber ich bin dran, hier diese ganze Ornamentik, hier wird noch alles gemacht, der Arm ist noch nicht fertig. Wenn ich den zeitlichen Aufwand für so eine Arbeit berechne, dann sitze ich da etwa gut 1500 bis 1800 Stunden, sitze ich an so einem Bild, bis es fertig ist. Sowas zieht sich über 2 Jahre hin, mindestens, bis man sowas hat. Aber das sind ja auch dann allein von der Farbigkeit. Das ist ja wirklich das Tolle in dieser Kultur, doch, die sie doch wiedergegeben haben. Diese Farbigkeit, diese Buntheit, die man bei uns ja so kaum noch findet. Das ist auch das, was mich fasziniert. Einerseits diese natürlichen Menschen, wo nichts gestellt und nichts gekünstelt ist, und dann diese fantastische Kleidung, die die anhaben. Und diese Komponente aus natürlichen Menschen und dieser wunderschönen Kleidung gibt dann eben auch solche Darstellungen. Und das ist das, was mich fasziniert. Ich sehe ja, ich sitze ja dann auch vorm Haus im Sommer und bin da dran am Malen. Da sind die Leute dann ganz fasziniert. Die stehen dann da und gucken und können sich gar nicht erklären, dass das gemalt ist. Und das ist für mich das Faszinosum. Das mache ich mit am allerliebsten. Diese Art der Malerei, das bin ich. Also, schauen wir mal, wenn es denn fertig ist. Gehen wir noch weiter. Da sind wir jetzt wieder immer noch im orientalischen Raum. Ja. Auch das sind ja von der Farbigkeit sehr interessante, weil letztendlich sieht man doch auch diese Bautechniken, die stellenweise haben, mit ihren Farben, die sie doch verwenden. Oftmals Naturfarben, ist der hervorragend wiedergegeben. Hier bin ich, an beiden bin ich noch dran. Hier wird die ganze Holzvertäfelung noch gemacht. Der Arm ist noch nicht fertig. Da kommt noch Verzierung auf die Holzkiste. Das andere ist soweit fertig, den sie diese gehauenen goldenen Sachen oder diese Glocke, die da angehauen ist, oder bei diesem Motiv die ganzen farbigen Kacheln, die jetzt hier noch rumgezogen werden, dann dieses abgewetzte, verschwitzte Holz, was dann so eine Patina bekommt. Das wird ja hier alles noch rumgezogen und ist ja hier nur vorgelegt und vorgearbeitet. Der Schuh, den habe ich deshalb schon gemacht, weil ich ein ganz markantes Merkmal schon habe. Der guckt ja fast wie vorne aus dem Bild raus. Ja, und das macht mir Spaß. Das ist für mich Malerei pur. Das macht mir Freude. Obwohl es viel Arbeit ist, aber es macht Freude. Oder gucken Sie mal hier, dieses Verwitterte. Oder hier dieses Holz, dieses Abgewetzte. Da, wo man über Jahrhunderte angefasst hat und wo sich der Schweiß der Hände mit dem Holz vermischt hat und dann so eine eigenartige Patina bildet. Das ist fantastisch. Schöner wie jedes moderne Modestück. Das ist schon, so auch in ihrer Unfertigkeit haben die schon eine gewisse Wirkung. Ich zeige Ihnen mal gerade. Okay. Bist du fertig, Herr? Ich zeige Ihnen gerade, wonach ich arbeite. Da ist die Vorlage. Und wenn es dann mal fertig ist, das so. Ja, okay. Und, das ist und zwar sind das Gemälde, es gab deutsche Orientmaler und diese Gemälde hängen in Ägypten in einer Sammlung bei einem reichen Ägypter. Die nennt sich die Schafik-Gaber-Kollektion. Und der besitzt sämtliche Orientgemälde, die im 19. Jahrhundert gemalt worden sind, in einer großen Sammlung. Und ich kopiere die in der Größe des Originals. Wir sind original. Ich werde dich später natürlich auch als Kopie kennzeichnen, natürlich, aber der Reiz liegt natürlich daran, die dann auch so darzustellen. Sie brauchen aber dafür dann auch die Erlaubnis des Eigentümers, der Eigentümer? Ich habe mich mit der Copyright-Gesellschaft in Verbindung gesetzt, die diesen Bildband herausgibt und von denen dann die Genehmigung bekommen. 9.11. Ist mal wieder ein
Jetzt wieder. Aber auch dort ist halt eben zu sehen, Sie haben das Motiv sich ausgewählt. Was ist das Besondere jetzt aus Ihrer Sicht, gerade mit Blick auf diesen 9.11.? Weil das ist ja doch ein sehr trauriges Geschehen. Ja, weil es ein einschneidendes geschichtliches Ereignis war, im negativen Sinne, was in unsere Zeit fällt. Ich denke mal, da wird man noch in Jahrzehnten wird man noch damit konfrontiert und später werden dann Schulklassen und Kinder, die werden halt nur noch anhand von Bildmaterial und Filmberichten wissen, was damals passiert ist. Und ich denke, dass man als Maler, ich sage extra als Maler, nicht als Künstler, als Maler auch Zeitzeuge sein soll und solche Darstellungen für die nachkommenden Generationen erhalten soll. Ist es denn verwerflich, wenn ich Sie anhand dessen, was wir jetzt gesehen haben, und das Letzte, was wir uns vielleicht noch anschauen, sehen werden, wenn ich trotzdem von Ihnen spreche als jemand, der künstlerisch tätig ist, der als Künstler unterwegs ist, was ist daran verwerflich? Dass Sie sich selbst ein Stück weit zurücknehmen, okay, das ist die Bescheidenheit. Ich sage immer, man muss vorsichtig sein, direkt zu sagen, ich bin Künstler. Und jetzt muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein in dem, was ich hier sage, damit ich keinem auf den Schlips drehe, was ich auch nicht machen möchte. Aber wenn man davon lebt, leben möchte, weil es die Passion ist, es ist ein wunderbarer Beruf, aber ich sage Ihnen auch, es ist auch ein knochenharter Job in der heutigen Zeit, wo so viel mit Drucken, mit Leinendrucken in Geschäften, in Möbelhäusern werden die Menschen überschwemmt. Aber ich sage, wenn man wirklich ein Unikat und was im wahrsten Sinn des Wortes etwas Einmaliges haben möchte, dann kann man zu jemandem wie mir kommen und dann bekommt man das, natürlich zum entsprechenden Preis, aber die Qualität hat eben seinen Preis. Und es ist ja dann noch was Besonderes, es ist etwas Einmaliges, was man sonst nirgendwo in dieser Form findet. Herr Adams, vielleicht darf ich noch sagen, vor 5 Jahren hat der Südwestfunk hier mit mir eine Sendung gedreht und die waren oben bei mir. Und da sagte die junge Dame, ja Herr Elzer, aber so malt man ja heute gar nicht mehr. Da habe ich gesagt, da haben Sie vollkommen recht. Heute malt man gar nicht mehr. Richtig. Heute wird irgendwo, ich sag mal, ein bisschen lustig, lässt man einen Huhn über die Leinwand laufen und dann kommt irgendein Kunsthistoriker und interpretiert da irgendetwas herein. Nein, ich stehe auf dem Standpunkt, eine gute Arbeit spricht für sich und bedarf keiner Erklärung. Warum muss ich ein Bild erklärt bekommen? Vielleicht von der Thematik, das was zu sehen ist, aber eine gute Arbeit, die spricht mich an oder sie spricht mich nicht. Die wird für mich nicht interessanter, indem man mir jetzt erklärt, wieso, weshalb, warum. So. Ich denke, es kommt immer darauf an, wie sich der Betrachter, die Betrachterin, auf so ein Werk einlassen kann. Ja. Wie man sich halt eben dann noch stimmungsmäßig halt eben wirklich damit befassen kann und dann noch unter Umständen halt eben die Besonderheit in diesen Gemälden erkennen kann. Ja. Kommen wir mal ganz besonders auf das Letzte. Das ist der Bleistift. Das ist Bleistift. Bleistift. Bleistift, zum Teil ein bisschen mit Kreide gehüllt, nennt man das, auf diesen grauen Karton, um verschiedene Reflexe in der Haut und so weiter ein bisschen lebendiger hervorzurufen. Aber ansonsten ist das eine reine Bleistiftzeichnung. Darf ich dann nach dem Original fragen, oder ist das... Das ist eine Fotografie nach einem russischen, ich sag mal, hätte bald gesagt, nach so einem Menschen, der in der Natur lebt, also der völlig natürlich lebt, ohne irgendwelchen Komfort. Und und mich fasziniert eben nicht nur der Kopf, die Haare, da ist Hand zu sehen, da ist Kleidung zu sehen. Der Kopf, dieses Porträt hat eigentlich alles, was ein interessantes Porträt beinhaltet. Und deshalb fasziniert mich. Auch da ist das Besondere halt eben, dass man sogar mit Bleistift etwas mit Kleidung unterlegt, aber trotzdem diese Schattierung und diese Besonderheiten, diese Feinheiten halt eben so detailliert darstellen kann, da braucht man auch eine gewisse Zeit dafür, damit das gelingt. Ja, also Zeichen, solche Zeichnungen sind auf jeden Fall von der Art, von, ich sag mal, vom Schwierigkeitsgrad her gleichzusetzen mit dieser Feinmalerei. Erfordert
hohe Konzentration, sowas. Aber mich hat immer schon fasziniert, was man allein nur mit dem Bleistift auf einem Blatt Papier, was man mit unterschiedlichen Schattierungen alles zeigen und darstellen kann. Das ist einfach schön interessant. Ja, ja, und es ist ja doch, denke ich, ein recht ausdrucksstarkes Bild, was Sie dort hinbekommen haben. Denke ich auch. Also wenn man sich allein jetzt hier sieht. Ja, die Struktur der Hände. Wenn man sich dann die Hände anguckt, genau. Diese feinporige Struktur von den Händen, das ist schon, ja, da muss man auch richtig gut beieinander sein, wenn man das macht. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Da braucht man auch wirklich wieder diese sogenannte Muse, um halt eben sich wirklich darauf einzulassen. Und die hole ich mir bei meinen langen Spaziergängen, die ich mache, in die Natur, raus, den Kopf frei kriegen. Und da kann ich abschalten. Da gehe ich auf den Kranenberg, da drehe ich meine Namme die Runde. Und da kommen mir so viele neue Ideen. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann ist die Batterie wieder aufgeladen. Und dann gehe ich mit Elan wieder dran. Wie wichtig ist denn für Sie, für jemand, der wirklich, man kann es so sagen, in der Welt unterwegs ist? Also selber bin ich ja da nie gewesen. Nein, das ist keine Frage, aber so eher gedanklich. Ja. Wie wichtig ist es aber dann doch für Sie, einen Punkt zu haben, wie die Stadt Andernach, eine Heimat zu haben und zu sagen, hier bin ich dann doch zu Hause. Ja, obwohl ich immer sage, da wo ich gerade bin, bin ich zu Hause. Ja, okay. Da wo das ich gerade bin. Muss man können. So. Ja. Ganz kurz, wenn ich jetzt so vermessen wäre und würde sagen, ich will ein Porträt von mir haben, könnte ich damit auch zum Herrn Elser kommen und sagen, ich würde gern porträtiert werden oder eben eine Angehörige, Angehörige. Obwohl ich meistens nach Aufnahmen arbeite, okay, weil ich dann die meiste Ruhe habe. Man hat die Leute, ich sag mal, ein bisschen flapsig, zappeln gerne rum. Ja. Kleiner bleibt gern so sitzen, wie ich es gerne hätte. Logisch. Und warum soll man sich das Medium der Fotografie, die heutige Technik, nicht so eigen machen? Ich sag, wenn die im Mittelalter den Fotoapparat gehabt hätten, hätte kein Mensch mehr Modell gesessen. Das ging ja schon im 19. Jahrhundert. Ja, stimmt, das ganz besonders vor bei dieser Aktmalereien. Franz von Lenbach zum Beispiel war mit einer der ersten, die nach Fotografien, nach Daguerreotypien quasi damals gearbeitet haben. Also völlig legitim. Ich sage immer, das Ergebnis ist entscheidend, nicht der Weg, wie man da hinkommt. Ja gut, okay, eine Fotografie hat halt den Vorteil, da haben Sie immer den gleichen Hintergrund. Sie kriegen die Person oftmals halt eben nicht wieder so hingestellt, wie Sie das zu Beginn an gemacht haben. Und das Gute an der Fotografie ist, dass man immer die gleichen Lichtverhältnisse hat. Ja, auch das. Ja, also wir haben es heute schon ein bisschen einfacher als die Kollegen von damals. Naja gut, okay, man kann sich schon die Technik, die es mittlerweile gibt, halt eben auch zu nutzen machen. Das spricht ja nichts dagegen, das, was ich gerade zu Recht sage. Warum soll man sich das Leben schwerer machen, wie es hart erschienen ist? Und ich kann mir vorstellen, dass Sie in den nächsten Jahren, in der nächsten Zeit noch das ein oder andere Werk, denke mal an die großen Werke, die noch zu vollenden sind, noch vor sich haben. Sie werden Arbeit ohne Ende haben, denke ich mal. Ich hoffe, ja. Herr Elser. Dass ich gesund bleibe, das ist ja die Voraussetzung. Das hoffen wir ganz besonders in dieser jetzigen Zeit. Aber gehen wir davon aus, es bleibt so. Ja. Gehen wir davon aus, es wird weiterhin halt eben der Herr Elser seine Werke vollenden können, seine Werke auch neue Werke, vielleicht auch mal neue Ideen entwickeln können. Ich denke immer positiv. Ja. Ich versuche immer positiv. Das ist, ich denke, das ist ganz wichtig, wenn man ganz dazu besonders trägt auch schon der Beruf bei. Ja, ich denke, als Selbstständiger ist das immer ganz wichtig, auch irgendwo sich selbst motivieren zu können. Ja, das ist richtig. Wenn man das nicht drauf hat, dann ist irgendwas falsch. Also Motivation hole ich mir, indem ich dann Museumsbesuche mache. Wenn man dann wieder rauskommt und hat gesehen, was die Alten früher für großartige Sachen geschaffen haben, dann hat man wieder Feuer und Motivation und geht zu Hause weiter an die Sache dran. Also ich wünsche Ihnen noch weiterhin viel Feuer und Motivation, wie Sie das gerade zu Recht ausgeführt haben. Ich habe mich zu bedanken. Ja, Sie brauchen uns nicht zu bedanken. Wir haben das gerne gemacht. Wir waren gerne bei Ihnen hier. Ja. Wir haben gerne mal gehört, halt eben, was Sie uns zu erzählen haben. Zum Thema Malen, Zeichnen oder was auch immer Sie in Ihrem künstlerischen Bereich machen. Es war ganz toll, halt eben, dass Sie uns diese Zeit geopfert haben, Herr Elser. Und ich hoffe, wie gesagt, dass Sie weiterhin halt eben hochmotiviert an Ihre Arbeit gehen können, gesund bleiben
Und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Beitrag. Und ja, weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund.